Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Nein, kein Let's Play. Let's Plays machen wir nicht, wir machen Clash of Clans. Ja, die Quittung bekommt man immer zuletzt, Leute. Die Quittung bekommt man immer zuletzt. Ich meine, das ist überall so, im Restaurant und sonst wo. Aber der eine oder andere wird sicherlich festgestellt haben, dass ich am Sonntagabend doch ein bisschen ich war nicht ganz so gut drauf über eine gewisse Situation. Denn wir haben überhaupt die Quittung bekommen. Relativ unnötig, muss ich sagen. Relativ unnötig. Wir haben 89-90 verloren. Ich meine, das ist sehr, sehr knapp. Wir haben hier sowieso sehr, sehr knapp Klankriege hier bei Totus Bande, aber diese Niederlage war eigentlich sehr, sehr unnötig. Sehr, sehr unnötig. Es lag einfach daran, dass wir einen Stern nicht gemacht haben. Nein, daran lag es nicht. Es haben genug Leute angegriffen. Okay, ein paar haben mal wieder nicht angegriffen. Also King Julian, ich weiß auch nicht. Okay, vielleicht war es dem auch mal wieder ein bisschen zu spät. Wir haben ja auch ein paar junge Leute hier. Ja, die müssen vielleicht schon um 7 Uhr ins Bett. Das weiß ich ja nicht. Aber dann hätten sie den ganzen Tag ja mal angreifen können. Oder auch der Minispark hier. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Im Bälleparadies verloren gegangen. Und Uff hat auch keinen Angriff gemacht. Chief Alex, okay, da kann ich mich nur an meine eigene Nase fassen und auch mit dem Farnsworth. Und auch der nächste Mini-Spark hier unten. Ich meine, okay, wenn ihr nicht weiß, einige sind hier nur, weil sie hier die CWL mitspielen sollen und hängen hier nur ab. Aber dann geht doch einfach raus. Oder was auch immer, weil wir spielen hier immer 30er. Nehmen ja alle mit, nehmen nicht alle Helden mit und schaffen trotzdem eigentlich ein relativ gutes Ergebnis. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir unnötig verloren. Ich zeige euch mal einen Angriff und dann könnt ihr ungefähr sehen, warum ich meine unnötig verloren. Der Gegner hat uns hier mit, das kam noch dazu, das hat mich noch mehr aufgeregt, dass der Gegner Valkyren genommen hat und nur so ein paar Magier und ein paar Bogenschützen. Mehr nicht. Das hat mich unheimlich geärgert, denn unsere Clanburgen waren mal wieder leer. Und wenn du leere Clanburgen hast in so einem gemischten Clan wie hier, dann nimmst du einfach Valkyren. Die schnitzen sich überall durch. Ja, da brauchst du auf nichts achten, auf keinen Drachen, auf keinen Lohn, auf keinen Super Lucky, der aus der Clanburg kommt. Einfach auf gar nichts. Du gibst nur Gas und setzt seine Zauber. Und dann schnitzen die sich hier schon durch. Mit ein paar Hocks von mir aus auch noch mit dabei. Shit egal, rein hier ins Gemenge. Einfach über Ecke da oben, habt ihr auch gesehen. Also das hat mich wirklich schon ein bisschen aufgeregt. Und das Angriff für Angriff, wirklich Angriff für Angriff. Und das hat mich dann wirklich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Denn das ist eigentlich nicht das, was wir hier wollen. Ich meine, wir wollen hier Spaß haben, ja. Wir wollen hier Spaß haben, aber wir wollen hier auch, wenn wir denn Spaß haben wollen, dann richtigen Spaß haben, also mit Clanbogen, wo der Gegner sich richtig schön darüber aufregt, dass er auf eine schöne Clanburg trifft. Und das ist aber leider nicht der Fall gewesen. Er traf nämlich auch gar keine Clanburg schon wieder. Ja, ich meine, ich könnte ja jede Woche wahrscheinlich eine Folge von machen. Und deswegen muss irgendwie eine Regelung her. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass die Regelung hier unter Umständen so sein kann, dass wir hier sagen, pass mal auf, wenn jeder befüllt die Clanburg unter sich. Ich meine, dann werden die Clanburgen auch immer schwächer, muss man auch sagen. Ja, dann befüllt irgendein Zehner dann die Neuner und die Neuner befüllen sich selber und könnten ja ein bisschen was Besseres haben, wenn auch nicht so ultra Besseres, aber vielleicht auch was anderes, was ja jetzt so ein Zehner Elfer nicht hat, ne? Oder so ein Zehner nicht hat. Und deswegen haben wir aber immerhin was in den Clanburgen, so muss man es ja auch sagen. Immerhin was in den Clanburgen. Wenn es dann Hexen sind, sind es halt Hexen. Da ist dann aber irgendwas dabei, ein Babydrache oder was auch immer. Aber trotzdem hat es mich sehr, sehr aufgeregt, dass die wirklich fast, die haben ausschließlich hier, ich zeige euch nur die Armee hier, die haben wirklich ausschließlich die Valkyren genommen. Oder, na, das stimmt gar nicht, die Eventtruppe haben die genommen hier. Die haben auch mal Eventtruppe genommen, auch nicht schlecht. Jetzt gucken wir uns an. Ich habe wirklich jetzt gedacht, oder habe ich die oberen drei gar nicht gesehen? Ich glaube, die oberen drei waren weg, ne? als ich eingeschaltet habe. Und es sah dann auch nach einem deutlichen Sieg erst aus. Ich meine, 89 Sterne. Nur, wie gesagt, der Gegner ist Stück für Stück dann von unten nach oben gekommen und hat sich hochgekämpft. Und hat das ja auch nicht schlecht erkannt, muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, die haben das jetzt nicht umsonst so genutzt oder ausgenutzt, sondern die haben das ganz speziell genutzt, dass sie sich gesagt haben, Mensch,
Unser Gegner hat keine Clanburg, Walküren Go, Leute. Egal was für welche. Die hätten auch mal Super Walküren nehmen können, dann hätten wir die mal wieder gesehen. Ärgerlich, das ärgert mich jetzt sogar. Blöder Gegner. Nein, guter Gegner hier. Ich meine, 90-89, so eine knappe Sache, ist jetzt auch schon der vierte, fünfte Clankrieg, der wirklich so eng ausgeht hier, mal zu unseren Gunsten, mal zum Gunsten des Gegners. Klar sind das, sind es jetzt 50 Punkte, die uns dadurch verloren gegangen sind, so ein bisschen Loot und vielleicht auch der Spaß an der ganzen Sache. Aber ich war gestern Abend auch so ein bisschen angepiept. Ihr wisst schon, was ich meine. Also ich fand es nicht mehr so dolle und konnte auch nicht mehr wirklich drüber lachen, weil ich weiß, es ist ein Spiel. Trotzdem so ein bisschen, so ein kleines bisschen Ernsthaftigkeit kann man dann doch an den Tag legen, wo man sich sagen kann, okay, Clanbögen müssen wir befüllen. In vielen Clans ist es halt so, dass das die Oberen machen. Ja, also die stärksten Rathäuser hier, Tim, Nachtschatten, aber die können auch nicht alle 30 immer füllen. Das wäre auch zu viel des Guten und deswegen kann man sich ja sagen, okay, dann befüllen wir die Clanburg halt unter uns. Mittlerweile sind die Clanburgen etwas befüllt hier. Finde ich gar nicht mal schlecht, die Clanburgen sind etwas befüllt und aber auch noch nicht vollständig und deswegen, wenn ich jetzt meinen darunter mache, hier den Minispark, der hat jetzt Truppen, okay. Ich bin mit Uschi am Start, sondern müsste ich hier den Sven bestücken, zwei Superlakaien, die haben wir natürlich oben nicht. Ja, obwohl mit den 13, dann haben wir eigentlich auch Superlakaien, aber wenn die nie durch die Base mal gucken, wer fordert da eigentlich was, dann wird das natürlich nie was. Ich habe mir gedacht, ich packe mal beim Minimi hier zwei Hexen, ein Baby, ein Bogi rein, zwei Hexen, ein Baby, ein Bogi, damit ist sie fast voll, ist wahrscheinlich noch aus Rathaus 10er Zeiten, da fehlt jetzt immer noch was, dann kriegt er einen Luna mit drin, dann hat er wenigstens auch ein Clanbug und das ist dann auch eine Clanbug gegen Walküren, ganz klar, ne? Das ist auch eine Clanbug, ganz klar, dann gegen die Walküren. Was habe ich hier eigentlich, ich habe noch ein bisschen Event am Start, klar, und noch ein bisschen Clanspiele auch noch zu spielen. Wir haben hier auch ein paar Medaillen bekommen, also auch hier kann man ganz, ganz easy peasy, ich glaube fast 700 gab es. Lass mal gerade gucken, was das hier für Uschi gab. Wir sind ja mittlerweile auch bis zum Ballon Lagune gekommen und 642, also nur für so ein paar Angriffe hier. So viele Medaillen finde ich wirklich echt super und haben ja auch einige mitgemacht, kann man ja auch sehen. Und mal sehen, wie viel es am Ende waren. Es waren doch gar nicht so viel. Ich meine, wir spielen die 30er CK und 19 Leute haben teilgenommen. Von den 19 Leuten ist alleine 1, 2, 3, 3 Leute. Und ich habe nur 3 Leute von mir mitgespielt. Okay, mit Uschi, zwei Socken da oben und Alex. Farnsworth hat auch schon nicht mehr mitgemacht, sehe ich gerade. Und Fry wohl auch nicht, die habe ich dann wohl vergessen. Okay, also wir hätten noch ein paar mehr Punkte machen können, sind aber dementsprechend auch in der gleichen Liga geblieben. Auch das ist völlig in Ordnung. Und naja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das mal wieder seht. Oder ich müsste in meine alten Videos gucken, wie wir das damals mal besprochen haben. Oder wie ihr mir das schon mal in die Kommentare geschrieben habt mit den Clanbogen. Ist immer wieder ein Drama hier. Ist immer wieder ein Drama hier, gerade in dem Clan, die so ein bisschen free spielen. Ist das immer ein leidiges, ein wirklich sehr leidiges Thema. Manchmal ist es mir egal, wenn da mal eine Truppe fehlt, ja, dann ist es halt so, aber sind wir ehrlich, das Ganze öfter mal zu betreiben, oder es waren ja wirklich alle leer, keiner hat sich Gedanken gemacht, es waren wirklich alle leer, nicht nur eine, zwei, das kann man ja noch verschmerzen in so einem Clan, aber es waren einfach alle nicht da. Okay, machen wir noch ein bisschen Clash of Clans, Leute. Ich wollte das auf jeden Fall festhalten für euch. Den nehme ich mal eben so mit, weil das ist ein Adler. Es gibt ja so eine Tat, mache ganz, ganz viele Adler und mache ganz, ganz viele Luft-X-Bögen. Ich weiß, kriegen wir den auch noch? Ja, den kriegen wir auch noch. Perfekt. Das ist nicht so schlimm, dann hat man schon mal ein bisschen was in die Tat reingespielt. Ihr kennt das, manchmal macht man das so hier in der Liga. Aber ich muss einen lupenreinen Zehner finden hier für mein Dorf, beziehungsweise für meine Clanspiele. Es laufen immer noch Clanspiele, 4 Tage noch. Und da sehen wir auf jeden Fall morgen noch so ein bisschen was. Den können wir eigentlich ganz gut mitnehmen hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich hole mir keine mit Helden. Das mache ich hier in dem 10er-Bereich nicht, sondern da hole ich mir irgendwas. Ich
meine 11 auf 10 mit einem zündbaren Borden, das ist ja schon ganz ordentlich. Ne? Das ist schon ganz ordentlich. Da geht ja auf jeden Fall was. Und da muss man auch keine Gedanken um irgendwelche Klammbuch machen oder was auch immer. Das funzt schon. Okay, dann gehen wir hier ruhig hier über die Ecke rein. Ich lasse mir mal immer einen über jetzt. Der steht noch nach oben, jawohl. Die gehen alle auf die Luftabwehr. 1, 2, 3, dann halten die jetzt auch mal irgendwann an. Und gehen so ein bisschen auf die Def, die da ein bisschen verteilt rumsteht. Wir haben noch einen Warden dahinter, den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Den brauchen wir wahrscheinlich fast gar nicht. Da ist zwar immer noch eine Queen, die sich da so ein bisschen wehrt, aber naja, ich brauchte nur die Tat hier, mehr nicht. Ja, ich hoffe, dass das demnächst ein bisschen anders wird hier auch in Trotus Bande. Wir haben ja noch etliche Clankriege vor uns, um hier Clan Level 10 zu werden. Also das dauert auf jeden Fall auch noch so ein bisschen. Aber da bleibt ihr auf jeden Fall ein bisschen am Ball ran, auch an meinem Kanal. Vielen lieben Dank übrigens für die tollen Kommentare und auch für im Moment die Aufrufe hier. Freut mich natürlich super, dass euch die Videos mal ganz gut gefallen. Auch das ein oder andere Thema ist mal gut, mal nicht so gut, aber das passt hier okay. Dann haben wir hier noch zweimal Bonus reingespielt. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen, sehe ich gerade. Hier geht auf jeden Fall noch was. Auch da könnte man mal eine Mail lostreten, dass nur 7 Leute hier Clanspiel spielen. Ist auch ein bisschen mau. Das Thema ist, okay, wir haben ein bisschen was gestohlen. Leute. Ein bisschen Clanspiele. Vielleicht. Fragezeichen. Oder ein bisschen klar. Also kann man ja mal spielen, kann man ja mal mitnehmen. Ne? Ich meine, so viele faule Leute. Es geht jetzt auch keiner raus und keiner raus. Oder keiner rein und keiner raus, nur um Clanspiele zu spielen woanders. Das macht man vielleicht, wenn man irgendwo Clanstadt macht, aber bei den Clanspielen macht das überhaupt keinen Sinn. Okay, wir sind hier wieder ein bisschen weiter, können wir hier wieder ein bisschen sammeln. Auch da will ich mit vielen Accounts noch so ein bisschen wenigstens die Queen schaffen, aber ist auch ein weiter Weg. Ich müsste auch einfach nur mal im Ball bleiben. Ich bin ja auch ein bisschen selber manchmal ein bisschen dusselig, ja. Aber hier geht die Befüllung ja, funktioniert. Ich nehme jetzt gleich mal meinen höchsten Account, den ich hier habe. Das wird wahrscheinlich der Fry sein. Und mache hier die restlichen Bases einfach fertig, egal was da dann drin steht. Dann die Mitmasse fehlen jetzt noch ein paar Bogies und ein bisschen Kleinzeug, also nicht mehr ganz so viel. Immerhin wurde hier befüllt. Vielen lieben Dank dafür und euch auf jeden Fall vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch der Content gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Auch bitte auf twitch.tv/tutuclashed. Dort könnt ihr mich auch followen, ist völlig umsonst und tut auch gar nicht weh. Dort könnt ihr auch einen Glöckchen stellen, dann bekommt ihr auch mit, wann ich live bin. Im Moment sind meine Live-Zeiten manchmal etwas verschoben. Das heißt also, Montagabend kommt nichts live, weil ich dann mit Deutsche Bahn unterwegs bin und habe da meinen Spaß. Aber dann holen wir das nach am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und Freitag wird dann der reguläre Tag wahrscheinlich wieder erstmal sein, weil ich auch nicht immer weg bin. Und so geht das Leben seinen Lauf. Vielen Dank, Leute. Habt einen schönen Wochenstart. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto.